schon wieder falsch verbunden. Jetzt wird mir die Geschichte dumm. Warte, da will ich jetzt gleich mal. Dies ist die Nummer. 1 1 7. Ja, wenigstens nicht so eine Bandwurmnummer, dass man zuerst eine halbe Stunde Roulette spielen muss. Hallo? Ja, bitte? Sie, ich möchte Ihnen melden. Wer spricht denn dort? Dimpfelmoser. Wimpelmoser? Nein, Dimpfelmoser, nicht Wimpelmoser. Das heißt, ja, schon wie Wimpel, aber statt dem W ein D und statt dem I ein F. Ich verstehe Sie so schlecht. Passen Sie auf, ich buchstabiere es. Bitte? Buchstabieren tue ich's. B wie Bertha, U wie Ulrich, C wie Cäsar, H wie Heinrich. Stabieren, haben Sie mich jetzt? Bitte? Ob Sie mich haben? Ja, ist gut. Also, dann geben Sie Obacht. Dimpfelmoser. D wie Dings, wie Toni, bloß weich. I wie Ida, M wie Max, B wie Peter oder Paul. F wie Froni, L wie Lenz, also Dimpfel, verstehen Sie? Und dann noch Moser. Ah ja, also Dimpfel und dann noch Moser. Nein, Dimpfel und dann noch Moser. Moser, der Filmschauspieler. Haben Sie es verstanden? Ja, ich weiß nicht recht. Ja, Grütze, Dirken, Sie werden doch den Hans Moser kennen, der wo er mich so genuschelt hat. Bitte? Ich sage, wo immer so genuschelt hat, Hans Moser. Ah ja, jetzt verstehe ich, ja. Na Gott sei Dank, aber ich bin natürlich nicht der Moser, sondern ich heiß bloß so, mit dem hinteren Teil, mit dem hinteren Teil von meinem Namen. Kapieren Sie es jetzt? Also, das tut mir leid. Wissen Sie was, jetzt können Sie mich gleich hinten. Hinten heiß ich Moser und vorn Dimpfel. Also heißt mein Name ganz Dimpfelmoser. Aha, ja, Hans Dimpfelmoser. Nein, nicht Hans, sondern ganz. Ganz mit G. A, B, C, D, F, G. G wie in ganz. So, Ja, ich glaube, Sie haben mich noch nicht. Also passen Sie auf, ich buchstabiere es noch einmal. D wie Toni, aber weich. I wie Ida. M wie Max. B wie Peter und Paul. F wie. Naja, gleich wie Feiertag. Und jetzt kommt ein L. Kein EL, sondern bloß ein L. Ohne E. Also Dimpfel mit Pfl. Pfl hinten, so wie Pflaume vorn. Verstehe. Pflaum wie Pflaum. Nein, nicht Pflaum, sondern Pflaum mit P vorn, wie in Panne. Autopanne, verstehen Sie? Aber ohne Auto. Ist das jetzt klar? Ja, ich denke, ja. Also gut, dann weiter. Jetzt kommt wieder ein M. Das haben wir schon mal gehabt, der dritte Buchstabe von vorn. Also nicht im Alphabet, sondern in meinem Namen. In was? In meinem Namen. Wie noch? Was gibt's denn gleich für einen Namen mit N? Nathan, richtig. Also, und mit dem dritten Buchstaben vom ersten Teil von meinem Namen, den wo ich einer bereits buchstabiert habe, geht der zweite Teil O, den wo ich einer jetzt buchstabiere. Nimm mir halt einen Bleistift zur Hand, wenn es mir geistig nicht folgen können. Ja, habe ich ja schon. Na, also dann, also M wie eine Zwischenfrage, sind Sie Fußballanhänger? Bin ich, ja, aber was hat denn das... Nee, warum sagen Sie das nicht gleich? Passen Sie auf, dann geht's ja ganz schnell. M wie Müller, O wie Oberrat, S wie Seeler, E wie Emmerich und R wie... Wie Beckenbauer hinten. Richtig. Also, wie heißt ich noch insgesamt? Dimpfelmoser. Na Gott sei Dank. Grüße Dirken, das war aber eine harte Geburt. Also, hier ist Dimpfelmoser. Und zwar deswegen, weil ich Ihnen bitten möchte, dass Sie mal in meiner Leitung nachschauen, da stimmt was nicht. Erstens verstehen wir die Mehrzeit nichts. Und zweitens... Verzeihung, wie war das? Ich habe nicht recht verstanden. Ja, sag ich ja. Man versteht die Mehrzeit nichts. Darum sollen Sie eben nachschauen. Für das sind Sie doch da, nicht? Wir? Also, nein, da müssen Sie doch die Deutsche Bundespost anrufen. Was, die Deutsche... Ja, Moment einmal, spreche ich denn nicht mit der Störungsmeldestelle? Aber nein, hier ist die psychiatrische Klinik. Was? Wer ist dort? Klinik? Ja,
Ja, Himmelkreis, da bin ich ja schon wieder falsch verbunden. Also, das ist doch... Halt, warten Sie einen Moment noch. Was für eine Klinik haben Sie gesagt? Psychiatrische. Sie? Wären Sie jetzt nicht anzüglich, gell? In meiner Telefonleitung stimmt was nicht, habe ich gesagt. Und nicht in meiner... Sie ausschaut die freche Person, Sie...